Hallo Hauptstadtsportler und herzlich willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Die Temperaturen haben sich Gott sei Dank etwas abgekühlt. Ich meine, ich liebe den Sommer, aber 40 Grad, das war dann auch mir ein bisschen zu heiß. Aber von so ein bisschen Hitze lassen sich natürlich echte Hauptstadtsportler nicht abschrecken. Am Samstag veranstaltete die Turnergemeinde in Berlin den Capital Cup. Das ist eins der größten Touch-Football-Turniere in Deutschland. Touch-Football ist abgewandelt vom Rugby und kommt ursprünglich aus Australien. Sonntag fand das Budenbrock-Rennen auf der Trabrennbahn Mariendorf statt. Das Zuchtrennen für dreijährige Pferde gilt als eine Art Vorprüfung zum Derby Anfang August. Der Holländer Jaap van Rijn konnte den Stuten und den Hengstlauf gewinnen und ist somit heißer Bewerber auf den Derby-Titel. Nächstes Wochenende geht das Trabrennfieber weiter. Im sportlichen Mittelpunkt steht auf der Trabrennbahn Mariendorf am Sonntag der Supertrott Cup. Richtig neidisch bin ich auf den Vierbeiner, den ihr gleich sehen werdet. Ich würde auch gerne so gut surfen können. Vielleicht eine Idee für einen neuen Selbstversuch. Und das war's mit dem Weekend Flashback für diese Woche. Ihr wisst, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.